Im Vorarlberg zumindest war schon mal aus der Bildungsdirektion zu entlocken, dass man jetzt flächendeckende Schulschließungen ausschließt oder zumindest mal temporär. Ist das etwas, das Sie beruhigt? Naja, ich würde jetzt einmal sagen, in Anbetracht der Erfahrungen der letzten 1,5 Jahren beruhigt mich das nicht, weil die Schulschließungen immer nur sehr, sehr kurzfristig angekündigt waren. Das war durchaus auch ein Teil des Problems, dass teilweise am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz einschränkende Maßnahmen, die am Montag in den Schulen wirksam wurden, verkündet wurden. Das haben die Schulen überfordert, aber natürlich auch die Eltern und die Kinder. Also, ich hoffe, dass es so sein wird, dass wir keine flächendeckenden Schulschließungen haben, aber sicher bin ich mir da leider nicht.